ein Aspekt von OER, das ist ja das Bearbeiten, das Remixen von Inhalten. Und ich glaube, eine Sache, die auch viel zu selten gemacht wird, das ist einfach das Übersetzen von Inhalten. Also vieles gibt es ja schon, man müsste das nur in die eigene Sprache übertragen. Und da bietet H5P einfach ein paar Besonderheiten, die ich kurz zeigen wollte. Gucken wir uns das mal an. Also das ist eine Falschaufgabe und ihr seht, die ist auf Deutsch. Ne? Sowohl der Text hier, den ich eingegeben habe, als auch diese Beschriftungen, war falsch, überprüfen. Die bringt ja das System mit. Auch, ist jetzt ein bisschen verwirrend vielleicht, weil hier unten noch Reuse und Rights of Use steht, weil die Plattform auf Englisch ist, aber der Inhalt selber ist komplett auf Deutsch. So, ja, sowohl das, was ich eingegeben habe, wie auch das, was H5P so mitbringt. Und beim Bearbeiten kann ich natürlich auch die Texte, die ich geschrieben habe, in andere Sprache übersetzen, sagen, weil ich bräuchte jetzt auf, was weiß ich, Norwegisch. H5P kommt ja aus Norwegen. Dann könnte ich das natürlich übertragen. Aber wie ist das mit den, ja, mit den Beschriftungen von den Knöpfen zum Beispiel oder mit anderen Sachen? Dafür bietet sich ja H5P hier unten so ein Feld, das heißt Text Overrides and Translations. Wie gesagt, ist halt das, die Plattform ist auf Englisch. Wenn ich das ausklappe, bekomme ich erstmal angezeigt, was für Inhaltstypen da überhaupt drin sind, damit ich mich ein bisschen schneller zurechtfinde. Also wenn ich irgendwas bei einem Bild ändern will, gehe ich zum Bild, aber ich will jetzt zum Beispiel die Knöpfe von dieser War-Falsch-Aufgabe verändern. Dann würde ich da drauf gehen und könnte hier suchen. Und hier haben wir das schon. Ne? Die Beschriftung für den War-Knopf und die Beschriftung für den Falsch-Knopf. Könnte ich jetzt auch auf Norwegisch übersetzen, das wäre Red wahrscheinlich, hoffe ich. Und Rekte oder Red? Ich glaube, Red ist wahr. Und das müsste Gold sein. Also Red o Gold. Red edler Gold. Und dann speichern wir das. Und ihr seht, jetzt haben wir hier Red und Gold stehen. So, ist natürlich ein bisschen mühselig, aber also so kann man auch die Beschriftung übersetzen. Es geht noch ein bisschen schöner bei H5P. Also was es nicht kann, es kann natürlich jetzt nicht eure eigenen Texte hier übersetzen. Das müsst ihr schon noch selber machen. Aber wenn es nur um das Übersetzen der einzelnen Sachen geht, also übersetzen, ihr könnt natürlich auch, wenn euch überprüfen zum Beispiel nicht gefällt auf dem Knopf, könnt ihr da auch check das mal draufschreiben oder sowas. Aber wenn ihr jetzt alle internen Beschriftungen von allen Knöpfen zum Beispiel einfach in eine andere Sprache übertragen wollt, könnt ihr auch einfach hier hingehen. Und mit ein bisschen Glück gibt es halt schon eine Sprachdatei und ihr könnt jetzt einfach, also wenn ihr zum Beispiel einen Inhalt aus Deutschland genommen habt und ihr wollt den ins Norwegische übersetzen, müsst ihr das nicht alles per Hand machen, sondern wir suchen uns hier einfach einmal Norwegisch raus und nehmen wir Bokmål, das ist halt, ja, gibt zwei verschiedene Versionen von Norwegisch, die kenne ich halt und ihr seht, fertig, da ist schon was passiert, eben fertig. Probier es nochmal, willst du es nochmal probieren? So, und wenn wir das jetzt speichern, werdet ihr sehen, meine Inhalte sind natürlich immer noch auf Deutsch, aber jetzt haben wir hier Red, Galt, Check für Überprüfen. Das heißt, alle Systemsachen, auch bei dem Bild, die sind jetzt halt einfach ins Norwegische übersetzt. Das heißt, es macht das ja doch ein bisschen schneller, wenn man so Inhalte in, also ganze Aufgaben in eine andere Sprache übersetzen will. Das finde ich ganz schön.